Hey und ho, liebe Minenarbeiter und Innen, ihr findet mich heute außen. Ich habe endlich mal vor, hier diesen Spawner trocken zu legen. Fang damit auch gleich mal an, obwohl ich gar nicht. Das ist natürlich eine ziemliche Arbeit, der ist relativ weit unten und ich habe hier immer so eine gewisse Probleme, überhaupt Luft zu holen. Aber wie gesagt, viele Leute haben mir einfach inzwischen, haben sich diese Mühe gemacht, diesen hier auszuheben. Könnte man das nicht so und dann den... Ich glaube, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn ich hier oben erstmal so einen Rand baue. Ja, und ja, mir erzählt, dass es da sich tatsächlich wohl um einen Skelett-Spawner handelt. Da bin ich natürlich heiß hinterher. Ne? So sehr ich die Knochenmänner auch hasse, umso lieber mag ich es ja natürlich, die umzubringen. Und geben uns natürlich auch die wertvollsten Ressourcen von allen. Von allen Kreaturen, die es hier in Minecraft so gibt. Sprich hier Dingens, ne? Tschang! Wie heißen die noch? Pfeile, genau. Pfeile. Und natürlich auch, oh, etwas kleiner Planungsfehler, mal wieder ein kleiner Planungsfehler. Das kommt einfach daher, dass ich einfach nicht plane. Naja, dementsprechend kann man eigentlich auch keine Fehler machen, keine Planungsfehler, wenn man doch erst gar nicht plant. Ey, warum sieht man hier auch nichts? Also es ist ja wirklich völlig tief hier. Ja, also gut, das, jetzt habe ich hier das abgesteckt und in diesem Umkreis, das sieht auch sehr, das ist eigentlich okay. Wenn ich jetzt hier, das wäre doch das Einfachste, oder? Wenn ich jetzt hier einfach Geröll reinkippen würde, dann brauche ich da nicht immer runterrennen. Geröll und Sand, bis es trocken ist und dann... Ach, wie bin ich denn jetzt auf die Idee gekommen? Das ist ja völlig genial. Wozu habe ich denn den ganzen Sums auch? Geröll, ich habe jetzt extra schon so Koppelsteine eingepackt und Erde, aber das ist ja Blödsinn, ne? Die Mauern hings herum, die kann man dann später als Koppelstein noch ohne weiteres mal eben machen. Komm, das machen wir eben hier mal. Das wird natürlich knapp, aber haben wir denn nicht auch noch Sand zur Verfügung? Nein, haben wir nicht. Nehmen wir mal alles mit an Geröll, was wir so finden. Ah, oh, das ist ja doch eine ganze Menge. Das könnte vielleicht, na, der ist... Ach, warten wir es einfach ab. Bleiben wir einfach ganz locker, machen das einfach so. Na, ich bin natürlich auch mit den Knochen her, ne, da kann ich überall dieses schöne Gras machen, ne? Herrlich. Wunderbar. Und jetzt versuche ich das einfach mal. Das müsste doch wirklich gehen. Also meinen Berechnungen zufolge, obwohl ich ja nie etwas berechne. Ups. Machen wir es mal so, einfach immer da oben ran und dann fällt das ja mal runter. Ui, ist das viel. Ah, da haben wir schon. Ich weiß nicht, wie ihr sowas immer macht und ob ihr da überhaupt sowas macht. Ob ihr überhaupt Minecraft spielt oder vielleicht findet ihr ja nur so toll, hier mal zuzugucken. Falls ihr das tatsächlich gar nicht kennt, holt euch das Spiel. Das kostet 15 Euro auf minecraft.net. Und nur dort, nirgendwo anders. Fallt auf keine Betrüger rein. So. Das könnte schon funktionieren. Und vor allem, wenn mir jetzt das Geröll ausgeht, ist das gar nicht so schlimm. Die zweite Lage schaffe ich auf jeden Fall. Und dann kann ich einfach immer die erste Lage wieder weghauen. Und das Geröll hat auch den Vorteil, das fällt auch wirklich in jedes Loch da unten rein. Ne? Also, habe ich überhaupt keine Probleme. Also, ich habe ja hier noch welches so. Wir wollen natürlich dann mal ein bisschen auch noch ausbauen, dass es hier nicht so... Ja, dass wir das wirklich als Monsterfalle mal gebrauchen können. Oder sagen wir mal lieber als Fabrik von Knochen und Pfeilen vor allem. Das ist ja super toll. Ich schieße so gern mit dem Bogen. Das ist auch eine relativ sichere Angelegenheit, weil man da immer so ein bisschen Abstand von den Creepern halten kann, auf der Jagd zumindest. Nicht, wenn man überrascht wird von den Creepern, was ja häufig genug vorkommt, wenn ihr mal die letzten Folgen auch gesehen habt von mir. So. Ja, es haben mich einfach auch schon einfach eben viele, wie gesagt, hier darauf aufmerksam gemacht, dass
es sich hier um einen Skelett-Spawner handelt. Und genauso lese ich auch euch eure anderen Vorschläge hier, was ich so mal bauen soll und was ich mache. Da sind wirklich teilweise lustige Sachen drin. Also ich mache das auch vieles, glaube ich, einfach mal. Ne? Wir haben einfach noch eine riesige Zukunft hier vor uns. Es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, also wenn ich das hier alles realisiere, was ich schon so ja an Visionen entwickelt habe mit eurer Hilfe, dann haben wir hier nächsten 500 Folgen überhaupt kein Problem mehr, ne? Das ist, guck mal, das können wir alles auffüllen hier. Ist das super. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach geht. Ich habe sowas nämlich noch nie gemacht. Das ist mir viel zu viel Arbeit normalerweise. Aber ich habe ja, wie gesagt, hätte ich alleine diesen Spawn auch nicht mal entdeckt. Ja. Da muss man schon mal so ein bisschen buddeln und alles, ne? Die Aska Elaine, die war ja diejenige, die mir das zuerst hier mitgeteilt hat mit dem Spawner. Da haben wir ja sogar schon eine. Das war die Folge 25, wenn ihr euch da noch, wenn ihr das nicht, wenn ich euch das nicht sagt, ja, dann Folge 25 der Let's Plays sind. Oh, es wird dunkel, das schaffe ich aber noch, komm. Sind Dingens hier. Eine Doppelfolge ist das. So, das sind Doppelfolgen. Ist das dann eine Doppelfolge oder sind das zwei Doppelfolgen? Nein, eine Doppelfolge besteht aus zwei Folgen, ne? Ach, es ist ja auch alles uninteressant. Das Wasser ist jetzt jedenfalls raus, aber ich renne jetzt mal eben schnell zurück. So. Noch gut geschafft. Wunderschön. Dann können wir mal weitergehen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit auch mal wieder ein bisschen was hier gemacht. Hier ist jetzt so ein Wasserfall drin. Pass mal auf, da gehen wir mal nach unten. So ein Brunnen habe ich hier unten reingebaut. Das ist alles mal ein bisschen... Naja, schön. Oh, ich sehe auch gerade, ich habe auch noch das falsche... Oder, ja, falsche Texture Pack. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das können wir auch mal eben eine Folge lang mal... Das ist das normale Texture Pack von minenarbeit.de. Das könnt ihr ja unter minenarbeit.de/tp herunterladen und ausprobieren. Wenn es euch nicht gefällt, ja, dann gefällt es euch nicht, dann benutzt es nicht. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr, da auch mal das wiederzusehen in euren Videos zum Beispiel. Also sofern ihr überhaupt Videos dreht, das ist ja kein Zwang, aber es gibt zum Beispiel hier den Basti14, der hat hier schon mein Texture Pack mal vorgestellt in einem seiner Folgen, habe ich mich total darüber gefreut. Wenn sowas passiert, da sage ich, Mensch, ey, das ist einfach, das mit diesem Internet und so, das ist da doch irgendwie eine tolle Sache. Ja, da ist, kann man schön zusammen irgendwie sich inspirieren und ein bisschen Spaß haben. Und ja, aber wie gesagt, wenn euch mein Texture Pack jetzt nicht gefällt, da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Im Grunde ist es mir auch wurscht, weil mir gefällt's und ich entwickle das immer weiter und herrje, es gibt so viel andere Packs da, die man auch benutzen kann. Ist ja auch alles kein nicht so wichtig. Das soll ja alles nur ein bisschen lustig sein und deswegen. Ne? Ich weiß auch, dass das ja nicht, sagen auch manche, hier, komm, das fehlt hier und das hast du noch gar nicht drin in deinem Texture Pack. Aber das ist mir bekannt, Leute, das habe ich ja auch immer schon gesagt. Nett für eure Hinweise, aber ich weiß das eigentlich natürlich, dass das nicht so, noch nicht richtig hundertprozentig komplett ist, ne? Und dass ich da halt immer mal wieder was dran mache. Ne, jetzt seht ihr, das war die Kuschelecke hier, ne, ist jetzt mit dem anderen Pack, also ist das jetzt das die normale Wolle, also dieses Pack ist halt ein ganz normales mit normaler Wolle in Farben, was ich ja in dem Extra-Pack anders gemacht habe. Das könnt ihr euch dann da extra mal einfach durchlesen. So, und hier seht ihr, also ich habe jetzt hier so eine Art, ja, das ist so ein Ausgang, Eingang, keine Ahnung. Und da habe ich oben, das ist jetzt, ich schlafe jetzt auch mal, weil das ist sonst jetzt zu blöd, hier rumzurennen, wenn ich euch doch oben was zeigen will. Außerdem möchte ich hier auch zum Dungeon zurück. So, mal eben eine Runde in die Pofe. Ne, so, und dann sind wir auch schon morgens wieder aufgewacht, Gott sei Dank. Ne, es ist ja immer so fraglich, ob man morgens auch wieder überhaupt aufwacht. Da freut man sich auf den neuen Tag und schwuppdiwupp wacht man nicht mehr auf. Und dann ist man dann auch so ein Untoter da draußen, ne? Und erscheint dann in irgendeinem Skelett-Spawner unter Wasser, ist dann direkt wieder weg und so geht das dann immer weiter. Oder man ist trockengelegt und dann haut einem direkt irgend so ein Kämpfer
der sich Vorbudler nennt, einen mit dem Schwert über den Dez, ne? Und dann wartet das schon wieder. Ne? Also es ist natürlich schicksalhaft, was machen wir jetzt? Rennen wir nach oben? Ich renne jetzt wieder zum Spawner. Das, oh, guck mal, da haben wir auch wieder einen Kumpel. Gucken wir mal, ob der noch mehr Kumpels hier hat. Nein, hat er nicht. Jedenfalls nicht so. Ah, wo ist denn eigentlich mein Bogen? Guck mal, hallo, hier, komm hier, du, einen Pfeil habe ich verschossen. Mensch, das darf nicht nochmal passieren. Wir haben die doch schließlich nicht zu verschenken. Ja, komm, mach mal hier, so, alles klar. Hoi, aua, das war jetzt ungeplant. Ich muss vorsichtiger sein, ich habe in den letzten Tagen viel auf dem Server von uns gearbeitet, der demnächst publik wird und, da ist man natürlich oft so, was weiß ich, im Gott-Modus, weil man irgendwelche hohen Bauten baut und das sonst zu nervig ist. Und dann springt man überall runter und ohne sich zu verletzen, ne, das ist, damit es schneller geht, einfach macht man das so. Tja, aber dann muss ich mich jetzt mal wieder umgewöhnen. So, jetzt muss ich natürlich den ganzen Sumpf hier wieder weggraben, das ganze schöne Geröll. Guck mal, das ist total lustig. Das ist schon gebrauchtes Geröll eigentlich. Das habe ich schon mal irgendwo eingesammelt, ne? Und jetzt gibt mir das wieder Flint. Das ist total gut, ne? Obwohl ich den bald nicht mehr brauche, weil ich ja meine Pfeile dann jetzt hier aus der Fabrik bekomme. Was auch wieder nicht so richtig stimmt, denn so eine Fabrik, also so ein Spawner ist ja nur aktiv, wenn man sich 16 Blöcke im Umkreis aufhält. Ne, und das ist ja nun wirklich nicht gegeben. Da muss man. Deswegen habe ich auch gedacht, dann bauen wir hier mal irgendwie noch so eine Art Haus auf diese Insel. Aber ist immer noch zu weit weg, ne? Oder jedenfalls unterirdisch noch irgendwas, wo man sich auch mal aufhalten kann. So ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht, ja, ich weiß nicht so. Ich habe da nicht so richtig, im Moment nicht so richtig, aber ich sag's einfach mal hier so einen unterirdischen Dingens. Hier, so einen unterirdischen. Freizeitpark, keine Ahnung. Ne? Irgendwas, wo man unter Wasser praktisch hier in dem See ein wenig zu gucken hat. So mit Glasdach und sowas. Das habe ich auch noch nicht so richtig gemacht bisher. Ich bin ja eher so ein mittelalterlicher Rustikalbauer, der auch mal mit der Hax in Gravel hier schlägt. Ah, das ist jetzt ziemlich cool, glaube ich, weil jetzt mache ich demnächst hier... Ah, das sollten wir vielleicht direkt erledigen, sonst muss ich mich ja immer wieder so umständlich hochbuddeln. Ah, das muss jetzt ist jetzt ein bisschen aufwendig, das mache ich immer am liebsten so. Ich nehme mir so mal so einen Cobblestone hier und dann mache ich einfach immer den Sand da mit dem Cobblestone weg. So. Und hau den auch direkt da rein. Das finde ich irgendwie jetzt gerade, wenn man hier so damit rechnen muss, dass wir jetzt hier einen Wasserbruch erleiden, einen Wassereinbruch. Ne? Dann, was höre ich hier eigentlich für Geräusche? Ich höre, eigentlich klingt das wie ein Skelett, aber das kann ja jetzt nicht sein. Die können ja jetzt nicht unter dem Geröll hier spawnen. Ja, natürlich gucken, jetzt beim Tag haben wir da keine Probleme, denke ich mal mit. So, achso, wenn wir wieder oben anfangen. Oh, hier scheint das überhaupt kein, das scheint hier schon gar kein Problem zu sein mit dem Wasser. Das ist alles irgendwie... Naja, das muss man auf jeden Fall sowieso machen hier. Und ich sag mal, ich mach das jetzt einfach mal. Ich versuche mal, mich jetzt weiter runter zu buddeln und solange die Folge das jetzt hier noch hergibt. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns dann auch dann in der nächsten Folge dann auch schon wieder. Sofern ihr denn noch Spaß habt und mitmacht. Und sag mal, das hier auch noch wegmachen. So. Dann versuche ich dann gleich nochmal da von der Seite ran. Hier, habe ich was vergessen? Ja. Die Ecken sollen natürlich auch schön ausgefüllt sein. Ah, das ist auch gut. Ah, also unten die Ecke habe ich jetzt, das ist ja egal. Ja. Oh ja, das sieht schon sehr schön aus. Das wird ein toller Mob-Mörder.